im eigenen Stadion spielt. Und ja, das ist halt eben sonst, die Fans peitschen die Mannschaft nach vorne. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man da und auch Unterstützung von der Ränge hat. Und das verunsichert die Gegner manchmal auch. Und ja, man kriegt auf jeden Fall schon alles mit. Von der Lautstärke zumindest. Okay? Ja? Das Gefühl, das kann man schon beschreiben. Das ist einfach sehr geil. Gerade wenn man der Stadionsprecher danach die Fans mal anheizt und das Tor erzielt mit der Nummer und dann ruft das ganze Stadion den Namen. Das ist Wahnsinn und da hört man auch sehr gerne hin. Das freut einen sehr und ja, man hat, glaube ich, allen mit dem Tor ein Grinsen ins Gesicht gemacht und sich selber auch. Und, das ist immer was Schönes und wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Streng dich an, vielleicht werde ich dich selber. Ja? Mich würde jetzt mal interessieren, weil letztes Jahr warst du schon so ein bisschen unser Sorgenkind. Du hast immer aussichtsreiche Torchancen gehabt, aber es wollte einfach nicht passieren, das erste Bundesliga-Tor. Und jetzt in der zweiten Saison in Augsburg, da hast du komplett um einen Quantensprung gemacht, der ja phänomenal ist. Und hast du dich irgendwie speziell vorbereitet auf die neue Saison? Was hast du gemacht? Hast du das Ziel, was du für dich entdeckt? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich war in der Jugend immer Stürmer. Ich wurde erst im Herrenbereich etwas weiter zurückgezogen ins Mittelfeld. So als Stürmer hat der HSV mich damals sogar geholt. Also ich hatte schon mal eine Zeit, wo ich das Tor davor getroffen habe. Ja, ich habe immer gesagt, wenn der Knoten einmal platzt, dann geht es einfach leichter. Ich habe mir selber auch einen großen Druck aufgelegt, weil ich immer selber gedacht habe, ich habe so eine Chance, warum geht der Ball nicht einfach mal rein? Ich glaube, man macht sich selber so einen großen Kopf, man macht sich selber einen Druck und alle anderen sagen von ja, schon wieder kein Tor, schon wieder kein Tor. Und dann nach dem ersten Tor gegen Borussia Mönchengladbach ist der Knoten hat sich geplatzt und man hat richtig gemerkt nach dem Tor, wie so eine Last von einem gefallen ist. Ja, wie soll man das sagen? Wenn es läuft, dann läuft es halt. Es gab eine Zeit, da konnte ich schießen und ich wollte, da geht der Ball rein. Jetzt gegen Hamburg zum Ball geht normalerweise nicht rein. Der geht rein und dann auch das Tor in Leverkusen, so ein Bodyschuss. Ich glaube, wenn ich den 20 Mal schieße, treffe ich den nie wieder so. Das ist einfach so, da läuft und da klappt alles und das war auch eine Zeit, wo es in der Mannschaft sehr gut geklappt hat, wo wir sehr viele Punkte geholt haben. Und ja, ich bin froh, dass ich das Tor jetzt mittlerweile treffe. Aber auch sehr gut vorbereitet mit 20 Scorer-Punkten. Ich denke, das ist schon ganz gut. Und im Allgemeinen, Tobi Werner macht sehr viele Tore, die Saison, Halli Eichens auch sehr viele Tore. Also wir haben dieses Jahr wirklich ein paar Spieler mehr, die schon im zweistelligen Bereich sind. Das ist also auf mehrere Schultern verteilt. Genau, letztes Jahr hat der Bruder Sascha Mörder 10 Tore gemacht. Jetzt haben wir schon 3 Spieler, die, ich glaube, Tobi hat 9, aber Halli und ich, Halli hat 10, ich habe 11. Also es sind schon 3 Spieler, die jetzt annähernd da rangekommen sind. Ich denke, das ist für die Mannschaft sehr wichtig, wenn man mehrere Spieler hat, die Tore schießen können. Weil wenn Sascha einfach mal einen schlechten Tag hat, dann hat kaum andere da wirklich das Tor gemacht. Und wenn ich jetzt nicht treffe, dann Halli und Halli nicht treffe, dann Werner. Jetzt ist einfach die Last ein bisschen verteilt, dass er gut ist. Bombardier wieder getroffen, ist sein Knopfeld auch wieder geplatzt, weil der letzte Spiel noch richtig auf. Das ist ein sehr guter Junge. Du hast gerade von Stoma gesprochen. War dein letzter Stoma-Bomb beabsichtigt, der Hackentrick auf dem Bombardier? Ja. Das hat die Pferde. Die Pferde sahen gut aus. Ja. Aber nein, so gewollt war es jetzt nicht. Ich habe ihn rufen gehört. Ich wollte den Ball nicht auf den anderen Fuß legen, dann hätte ich den mit der Hacke nach hinten gespielt. Ich wollte schon selber wieder hinterher. Ich habe ihn rufen gehört, ich dachte, er kommt hinterher, dass ich dann den Ball vielleicht reinspielen kann. Aber ich habe ihn zugewandt, bin ich lieber beiseite gesprungen. Ja, das ist ja gut. Sie haben ja gerade die Frage beantwortet mit den Fans. Bei uns in Augsburg, wir Fans, wir sind eigentlich sehr ruhig, wir feuern euch an. Wenn Sie das gegen den HSV sehen, also ich war genau neben dem HSV-Club, die HSV-Fans, sowas habe ich also in Augsburg nur mehr, so böse Fans, wo die eigenen Fans ihre Spieler mit so und so und sonst was. Ich finde, das kriegen Sie ja bei uns mit. In Augsburg, also die Fans, also das ist voll hinterher, 3 Euro, wo wir schlecht in Deutschland sind, da haben
haben Sie nie was gehört, dass die Fans euch beleidigt werden oder sonst was? Also, auswärts kriegst du das immer bei Carmen und Roland keine, aber in die Rennspiele oder so. Was wir, ein paar Dummi haben wir immer drin, wo beleidigt aber 99% von den Fans bestehen also schon hinter euch. Ob jetzt einmal schlechter ist. Ich wollte mal ein, zwei Paar.